hier ist Ronja und zusammen mit der Easy sind wir heute kleine Schleimbälle. Nee, Lila spielt Roblox, habe ich gehört, bist du eigentlich. Ach so, ja, nein. Wir sind kleine Schleimbälle und Easy ist schon gelb, ich bin grün. Ich tarne richtig, mich. Und guck mal, die ist pink hier hinten, die sieht voll süß aus. Pink, ich sag Howdy. Rein. Ich sag auch mein Howdy, Partner. Was frisst ein Schleim? Anderes Schleim. Also, vielleicht, vielleicht diesen... Oh nein. Soll ich nichts zu sagen? Ja. Ich esse diesen, weiß ich nicht, was das ist. Das, was hier rauskommt, genau. Ich glaube, das ist irgendwie so Abfluss oder nee, so. Nee, das was die Slimes ausscheiden. Das schmeckt. Da habe ich mir erstmal den Bauch voll gehauen. Lecker, kann man lecker. Ein Minispiel spielen? Okay, ja, sehr gerne. Ich möchte gerne rote Beete-Farben werden. Oh nee, okay. Nee, stopp. Nee, das sind Minispiele. Achso, das sind Minispiele. Ich dachte, ja. Das sind die Farben. Okay. Dann, ich möchte das Schneeballspiel spielen. Okay, dann rein. Also, das okay, ist der Schneeball und ich glaube, der rollt uns gleich hinterher. Oh, meinst du? Ah, müssen wir, ich, glaub, ich dachte ja. Erst, wir müssen den rollen. Okay. Warte mal, hier steht was. Ach, vielleicht müssen wir den auch rollen. Bitte bewege meinen Schneeball in das Loch da drüben. Ja, siehst du mal. Das ist doch richtig. Ich kenne mich ja aus, ha? Los, stoß ihn an, Ronja! Ich drück schon so schwer. Jetzt mach doch! Der ist ja furchtbar schwer. Was ist denn das? Wer hat denn diesen Schneeball gebaut? Das wüsste ich gern. Ich glaube, das ist besser, wenn man das alleine macht, oder? Meinst du? Nee. Ich glaube, das ist noch schwieriger. Also der bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Doch, das bewegt sich nicht. Komm schon, du dickes Ding. Oh, ich habe mich rausgezoomt aus dem Und du auch Zeller. Schneeball. Hey! Alles klar. Immer schön diskriminieren, hä? Ja, das ist ich weiß, über den Winter habe ich ein paar Kinder zugelegt, aber was soll das denn? Wir schaffen das zusammen. Aber ich glaube, das ist echt das langsamste Spiel von allem, was du hier genommen hast. Irgendwie 20 Spieler zur Auswahl, was wähle ich? Ja, also wir schieben jetzt 20 Minuten lang ein Schneeball in das Loch da drüben. Also da rein, oder? Da rein. Und plops! Oh mein Gott. Und jetzt ist es offen. Wow, ist ja, guck mal, ich, cool. Okay, okay, warte. Achso, ich bin hier gefangen, bis jemand dieses Spiel gewinnt, sagt er. Ah, yay. Yay, Knopfzeichen. Und zurück. Kann ich zurück, der Knopf ist weg. Guck mal, wo ich gerade rumhänge. Ich esse erstmal nochmal was. Mmh, lecker. Willst du eine andere Farbe haben, Ronja? Ich hätte gerne eine andere Farbe. Ich wäre gerne welches so Level pink wie der hier. Oh, man kriegt ein Level. Ja, ja, es gibt verschiedene Levels. Ich bin Level 5. Wo siehst du das? Hinten rechts in der Tabelle. Ah, ich bin Level 28, okay. Wie das? Das heißt, ich kann... Ja, weil du vielleicht ein krasser Schleimer bist. Krasser Schleimer. Ich weiß ja nicht. Könnte der hier werden. Könnte es der Erdschleim werden? Warte, ja, ich bin jetzt der Erdschleim. Der sieht irgendwie gruselig aus, der hier. Der Kamerad. Welchen bist du? Dizzy Slime, aber der will auch viele Level. Warte mal. Aber 5 hast du doch, oder? Ich hab 5. Okay, dann ein Stück zurück. Ich kann... Hier ist ein Einäugiger. Ich bin der Apfel, der ist süß. Oh nein, ich bin ein Loch gefallen. Süß. Oh nein, ich bin der Apfel, okay. Gut. Nee, ist das richtig. Du warst schon ein Loch gefallen. Gut, wir sind jetzt... Warte, komm her. Ja. Wir sind jetzt ein Erdapfel. Das ist ein Erdapfel, ja. Was? Ich dachte, Erdäpfel sind Kartoffeln. Ja, ja, ich meine nur Pferdeäpfel, also ich mag lieber Kartoffeln als Pferdeäpfel. Ach so, ja, kommt ja. Kommt auf die Jahreszeit an. Okay, was machen wir jetzt? Pass auf, also weil ich ja gut im Spiel auswählen bin, nehmen wir jetzt das mit dem gruseligen Gesicht hier vorne dran, ja? Das spricht mich an. Ey, das ist mein Gesicht! Was? Nein, du bist in ein anderes gegangen. Du bist in den Zauberer gegangen, egal. Nein! Ich komme mit dir. Echt, ich bin ins Falsche gegangen. Ja, ich hab's ist nicht schlimm. Das ist die magische Brücke. An. Hier musst du rauf und okay. Jump! Ah, nein! Wie hüpft man? Achso. Und jump! Tot. Okay, es freut mich. Ah, nein! Gott! Du hast uns runtergeschmissen. Ich bin jetzt einfach zweimal in mein Tod gesprungen. Oh Gott. Okay, das ist schwer. Okay. Komm rauf. Warte. Oh Gott, nee. Nein! Lass mir meine Zeit. Ich werde es schaffen. Guck mal, das war's dann auch schon. Dann habe ich schon gewonnen. Und? Jump und spring! Geschafft. Entschuldigung. Ich bin froh, dass diese Schleimspiele immer nur so kurz sind, die Minispiele. Die sind okay, sehr süß. Und spring jetzt! Okay. Spring! Nein, das war knapp. Du hast es doch noch geschafft. Ich hab, cool. Nein, der rote Knopf ist weg! Du teleportierst dich gleich. Wir haben, Leben davon eines haben wir Schleims. Einen Shop, wenn du möchtest. Oh, ja, wir da kann man sich gehen. Sachen kaufen. Ja, wir gehen shoppen. Nur zwei Schleime, ganz casual. Wir gehen vielleicht was zu essen kaufen. Ich brauche eine neue Hose, Ronja. Können wir eine Hose kaufen? Okay, wenn es hier Hosen gibt. Ja, mal gucken. Nee, gibt keine Hose. Keine Hosen? Nee, aber es gibt Punkte
Und unbekannte andere Sachen. Ich weiß nicht, was das ist. Was Happy ist Slime Pack. Da hast du ein Pack mit drei verschiedenen Happy Slimes? Was das ist hier Product Friendly Slime Pack. Und wo ist Unfriendly Slime Pack? Ich will nicht. Evil Slime Pack kaufen. Ich weiß auch nicht, was die dir bringen. Ich glaube, ich will richtig schlecht gelaunt Slime Pack. Was ist, guck mal, was ist da hinten für eine Zeremonie auf der Insel? Wollen wir hinschwimmen? Können wir nicht. Schwimmen? Können Schleimis schwimmen? Können wir nicht. Oh. Nee. Wir können nicht schwimmen. Wir gehen das unter. Das ist ein Minispiel. Pass auf, wir finden das Minispiel. Oder? Weil da ist so ein roter Knopf. Wie sieht das für dich aus? Der eine Art mit Geld. Okay, irgendwas mit Geld. Okay. Er brennt auch. Es geht ja Hand in Hand. Also, das weiß ja jeder. Das ist irgendwie ein schlechter Hinweis. Ich weiß wirklich nicht, was das ist, aber wir finden das schon heraus. Was soll denn das heißen, ein schlechter Hinweis? Das ist der beste, den ich dir hätte geben können. Er atmet Geld und er brennt. Was musst du noch wissen, ne? Huh? Irgendwas mit Geld sein. Lass mal suchen. Okay, vielleicht Plankton hier vorne, das könnte es sein. Er hier könnte es sein. Das ist zwar kein Geld, aber das ist auch so grüner Nebel. Und vielleicht habe ich das Geld einfach nur falsch erkannt. Warte, soll ich zu dir kommen? Wollen wir das machen? Nee, wir können das machen. Okay, pass auf. Das ist mit der Ente. Das da? Okay. Das ist es. Nee, das kenne ich schon. Das ist was anderes. Na. Ja, okay. Was machen sie? Eine dieser Enten bringt dir... Was? Ey, ich habe die richtige... Ich bin Winner. Ah. Ich bin neben dir. Die richtige Sorry, Ente. Wrong. Und der sagt, no, you. Oh, Mann. Pass auf. Die ist es. Die ist es. Die ist es. Die ist es wirklich? Nein, echt? Doch. Okay. Hast du ein Schwein gehabt? Hast du einen Schleim gehabt, meinte natürlich. Hab ich einen Schleim gehabt. Und da werde ich als Belohnung, komme ich natürlich erstmal bei ein bisschen einem Snack raus. Warte, da bist du. Komm her. Wo bist du? Ah. Neben dir. Nee, hi. Warte. Ich bin jetzt ein Käseschleim geworden. Ein Käseschleim geworden. Oh, ich bin Level 16. Ich kann mich auch nochmal verwandeln. Ach, stimmt. Oh, warte mal, ich will mir die hier oben angucken. Die sind voll süß. Da sind noch welche? Ach ja. Ja. Guck mal, das ist ein vegetarischer Tiger. Aber der braucht ein Passwort. Ich habe kein Passwort. Ich kann mal raten. Warte, das Passwort vom Tiger ist bestimmt Tiger. Wenn es das jetzt wirklich ist, dann... Ich weiß nicht, wie man es eingibt. Oh, okay. Das ist schade. Geht irgendwie nicht. Das sind... Ich glaube, da musst du Geld bezahlen. Lass mal die schönsten angucken gehen. Oh, der ist süß. Dingslime. Oh, guck mal, der Kleine. Oh mein Gott, der ist ja süß. Guck mal, der hat einen Lolli in der Hand. Oh Gott, ist der niedlich. Oh. Ich bin der Kleine. Oh, der Kleine ist cool. Oh, der ist ja süß. Der ist aber auch cool. Der hier. Wer ist dein Favorit? Also mein ist Gabis Baby. Ja, der Kleine, den finde ich auch super. Aber lass mal runtergucken, hier unten sind doch noch viel mehr. Stimmt. Oh. Der ist auch hübsch, guck mal hier. Oh, ja. Oder der Laser aus den Augen schießt. Oh, der platt gequetscht ist aber auch irgendwie cute. Guck mal. Das stimmt. Okay, lass noch was spielen. Okay, gesagt, ja, darf genau, ich diesmal aussuchen? Wir stürzen es. Ja, such du aus. Okay, warte, ich kenne ein richtig gutes Spiel. Okay. Das hier. Wir werden von Aliens entführt. Oh mein Gott. Das ist. Die haben immer so süße Bilder. Okay. Also, kannst du. Keine Ahnung. Das sind Laser-Aliens, Strahlen und so. Oh, und du musst darüber. Okay. Ja. Hier leuchtet was. Ist das töten dich das? Nee. Ja! Oh mein Gott, war das knapp! Oh. Ah. Untergegangen. Ich bin tot. Ich finde es süß, dass der eine gesagt hat, kann ich das UFO ausleihen? Ich will auch das UFO ausleihen. Oh nein. Okay, ich habe eine neue Strategie. Wie wäre? Ich fahre jetzt erstmal eine Runde. Wo willst du denn hin? Vielleicht kann ich dich mitnehmen. Ja, oh, es läuft. Es läuft. Nein, ich falle immer runter. Ja, ich auch im Normalfall. Aber dadurch, dass ich jetzt auf dem Schneeball schon trainiert habe, würde ich sagen, bin ich klar im Vorteil. Nein. Okay, manche von uns haben das Spiel geschafft, andere von uns haben vielleicht den Back-to-Lobby-Knopf gedrückt, man weiß es nicht, aber... Du bist aus Versehen auf Back-to-Lobby gekommen, sag's doch einfach. Ich bin Upsala! Oh nein, da ist eine Katze auf die Tastatur gesprungen, hat die Maus geschnappt und dann direkt auf Back-to-Lobby geklickt. Ich konnte nichts tun, das ging alles so schnell. Mensch, so ein Mist. Okay, wir machen jetzt noch was Einfaches, ja? Okay, wir machen das hier. Der das so komisch aussieht. Ich glaube, das ist auch schwer, aber gut. Das glaube ich nicht. Er sagt... Doch, du musst hier so rauf und dann... Wir benutzen die Figur für ein Abenteuer. Verstehst nicht, was? Ich auch nicht. Ich weiß nicht genau, was wir machen. Ich glaube, du musst auf das rote Ding... Das glaub ich auch. Und jump! Okay. Ronja! Sei mal daneben gesprungen. Ich bin nicht daneben gesprungen. Meine Katze!
Deine Katze! Sie hat einfach meine Maus geschnappt. Ja, Katzen lieben Mäuse, das stimmt. Ich glaub dir das. Richtig. Ja, also meine Geschichte hat keine Lücken. Nein, offensichtlich. Das ist sehr glaubwürdig. Aber ich bin gleich wieder bei dir. Ich warte auch noch die Runde auf dich. Du siehst sehr süß aus, wie du da so auf dem Ding sitzt. Okay. Badada, ich warte auf dich. Okay, okay, und jump! Du schubst mich doch jetzt einfach runter. Ronja, nicht springen. Okay, jetzt. Spring. Mach einfach mit. Hier hin, okay. Jetzt hier hin. Okay, okay, hier hinstellen. Sehr gut. Ich hab der Grüne mit mir schubsen. Nicht springen! Der Grüne will mich schubsen. Du darfst nicht der schubst mich. Ronja, stopp! Ronja, geh weg. Schubst mich. Ronja, die Grüne. Die schubst mich. Grüne. Guck, der Grüne will ich auch schubsen. Das ist böse. Der kann mich doch gar nicht schubsen. Doch! Hä, echt? Ich glaub schon. Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier loskommen. Okay, okay. Okay, hier rauf. In 3, 2 und 1. Oh, okay. Yeah. Ja, easy. Okay, ich würde sagen, ich esse noch einen kleinen Snack, aber dann war es ein erfolgreiches Leben. Im Tag eines Apfelschleims. Käseschleim. Ich weiß, Käseschleim. Ich glaube, Apfelschleim ist weniger eklig als Käseschleim. Ja, oder? Ist echt so. So allein das Wort Käseschleim. Das klingt, als wärst du irgendeine verschimmelte Sache. Ich weiß auch. Hey, willst du mir sagen, ich bin eklig? Ich sehe voll süß aus. Naja, gut, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Und wenn ihr Isis Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist der auch in der Infobox. Und dann könnt ihr euch den angucken und auch abonnieren. Und irgendwie wird einem voll schwindelig, wenn man so in der Gegend rumfährt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.